Dann herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker. Die 5/10 Mario Herausforderung steht an. Und da ich lange nicht gespielt habe, habe ich privat schon so einige Level gebaut und es gab auch das eine oder andere Update. Das werdet ihr dann auch bemerken. Und ich habe auch einiges noch herausgefunden zu dem Spiel. Das werdet ihr gleich sehen. Und auf geht's! Man kann das mit A überspringen und gleich zum ersten Level starten. Der Panzerschuss. Okay. Ja, ist noch anzumerken, dass es bei einem neuen Update von Mario Maker hier auch wieder quasi Checkpoints dazu kam, aber die sind hier noch nicht enthalten in der 10 Mario Herausforderung. Das müsst ihr euch merken. Oh. Das war knapp. Beinahe wäre ich gestorben. Gut, das nächste Leben habe ich. Und... wuff, das war doch einfach. Naja, aber durch die neuen Level und durch die ganzen Updates sind die Level jetzt auch noch viel besser geworden. Das kann ich euch gleich sagen. Und weiter geht's. Der zweite Level. Wo ist die Blume? Okay. Ich glaube, hier muss ich eine Feuerblume oder sowas suchen. Ich guck mal. So ganz schlau werde ich jetzt noch nicht raus. Ah! Jetzt habe ich es kapiert, die Fragezeichen Blöcke. Ich bin so doof. Die Feuerblume könnte in einer der Fragezeichen Blöcke ja sein. Dann stelle ich mich hier mal drunter, dann kann ich gleich auf den Gumba hüpfen. Okay. Auf geht's. Na bitte. Da ist die Feuerblume. Gut, und damit die ganzen Stachis jetzt einfach erledigen. Ab zum Ziel. Ich hätte mich schon gefragt, was das sein soll, aber... naja. Habe ich es doch noch herausgefunden. Und weiter geht's. Level 3. 1. Luftleere Remix. Oh! Lol. Das erste Airship-Level aus SMB 3. Wahrscheinlich mit ein paar kleinen Änderungen. Ja, normalerweise kommt hier ein Kugelbilly raus, aber jetzt... Münzen. Das nenne ich doch mal... Oh, Backe. Monty Maulwürfe. Bevor der mir Ärger macht... Aber wenn ich nicht aufpasse, bin ich gleich schon tot. Da ist das Klügste, sich einfach auf den Willi-Kanonen da zu verschanzen. Ab in die Warpröhre. Und wer erwartet mich da als Boss? Na toll, Bowser Jr. Aufpassen, sonst erlebe ich gleich noch einen Fail. Aber gut inszeniert. Bowser Jr. ist erledigt. Ah. Not bad. Habe ich mir gleich noch ein Leben gesichert. Und weiter geht's. Level 4. Knochentrockener Aufmarsch. Ah, ich kapier's. Ich muss hier auf die Knochen trocken hüpfen. Aber war schnell beendet. Dann auch zum nächsten Level. Level 5.
wenn ich mich richtig... Kettenhund. Okay. Ah. Hier muss ich schön vorsichtig sein, sonst bin ich gleich tot durch die blöden Kettenhunde. Ich habe mit denen schon des Öfteren dumme Erfahrungen gemacht in SMB3. Hier warte ich mal lieber, bevor er wieder... Nein! Genau das! Vielleicht habe ich auch den Pilz übersehen, aber... Kein LP ohne Fails. Oh! Den Pilz sieht man selten. Und dann mal wieder einen LP. Und dank dem Helm kann ich die Kettenhunde zumindest ja abwehren. Ja, habe ich so als dieser Creepy Mario oder wie der auch genannt wird, den Level mal beendet. Auch nice. Level 6. Hüpfende Trampoline. Ah. Ich glaube, ich habe das Prinzip kapiert. Ich nehme lieber mal alle. Man kann ja nie wissen. Geschafft. Einfaches Prinzip, aber dennoch gut umzusetzen. Oh, der vorletzte Level schon. 8-3 Remix, Hammerbrüder. Ah! Der vorletzte Level aus Super Mario Bros. Für das NES. Und dann noch ein Schutz von den Hammerbrüdern. Sieht man hier ganz genau, wozu der Helm dann in der Lage ist. Gut. Die Kugel bin ich nämlich schon mal los. Oder, nee, eher die Hammerbrüder, anstatt den Kugelbillys, was rede ich da? Ah, und Ersatzhelme. Und noch ein Peaswitch. Noch ein Pilz. Und ein Helm, falls man den alten verlieren sollte. Not bad. Gut. Das ging noch wie geschmiert. Das Ziel erreicht. Ah, bin ich doch recht schnell durchgekommen. Jetzt schon der letzte Level für diesen Part der Mario-Herausforderung. Bowser-Spurt? Ah! Ja, und dank dem Stern bin ich auch schneller drauf. Oh, ein Riesenbowser. Kein Wunder. Ah, lief wie geschmiert. Auch ein ganz netter Level. Okay. War ja irgendwie klar, dass die Prinzessin wieder in einem anderen Schloss ist. Fortsetzung folgt. Naja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, würde mich über einen Daumen hoch freuen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Super Mario Maker. Bis dann!